Hallo und herzlich willkommen, nein, nicht Richtung Zukunft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Wir wollten nicht zur Zukunft gehen, ne? Nein. Lass uns mal gucken, wo es hier hingeht. Dann muss es zur Einsiedlerin gehen. Okay. Da bist Oh! du. Howdy, Rufus. Na? Rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Na? Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papalapap. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzottetes, vernuppeltes, verzwirrtes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Dol? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit. Ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuvak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Ach. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Ja, ich habe das Gefühl, es wird nicht so einfach. Ich muss Butter. nur noch Goal Ach so, holen, okay. dann geht es diesem unbekannten Zeitschleifenkurbler an den Kragen. Was fällt denn da drüben raus? Ich hoffe nicht, dass es verbunden mit der Toilette. Okay, hier geht's rein. Da, guck mal, das kaputte Butterfass können wir mitnehmen. Okay. Machen wir endlich wieder Inventar. Hossa! Da hat aber jemand mal ordentlich zugebuttert. Okay, gut, hier geht's nicht rein. Okay. Sag mal, gibt's eigentlich sonst noch was zu Ich besprechen? hole Goal und du tust McGonagall-Dinge. Mach dich da drinnen auf eine Überraschung gefasst. Wieso? Was ist denn da drin? Ist hier noch was, was wir mitnehmen können? Irgendwas, was wir einramschen können? Na. Okay, also, wieso eine Überraschung? Was ist da los? Hi. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir. Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter, Zeitreisender, Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen, aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mac auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch, ab dafür. Ich hab halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste bruchlanden und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen, aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir. Oh. Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schaue mir das mal an. Ja, warte. Oh nein, sie sind weg. Auch nicht doch. Oh nein. Wo ist das Kuvak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Erzähl mal. Als ich vorhin im Labor die Tachyonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden.
Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel, wie wir hier wegkommen, jetzt wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Ja, aber hat er recht, ne? Hat er recht, aber hier hinten kommen wir immer noch nicht hin. Och, Mann, ey. Ach, Mann. Okay, gut. Wir werden schon irgendwie einen Weg finden. Aber ich gehe nochmal rein, weil da gab es ja noch einiges mitzunehmen. Abzugrasen. So. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Okay. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Gohl gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Total random, aber okay. So, erstmal ist hier eine Bürste. Nehme ich mit. Ist da was Besonderes dran? Gohls Haare mögen ihre Farbe verloren haben, aber sie duften immer noch nach Marshmallow-Bonbons. Okay, also wir haben ihre DNA, sehe ich das richtig? Hier hinten ist nichts. Ja, mit euch unterhalte ich mich gleich. Skulpturen. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Wie habt ihr euch hier versorgt? Warte mal, was war das da eben? Skulpturen? Ach so, Batterieschnabeltier nehmen wir auch mit. Irgendwas Besonderes da dran? Das ist lustig und deprimierend zugleich. Boah, hier gibt es doch genug andere. Oh, warte mal, hier ist noch was. Kann ich das mitnehmen? Nein, es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Moin. Na, dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Hui. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Keine Ahnung. Aber sie hat nichts mehr zu sagen. Okay, gut. Ja, okay. Halt. Hier ist... Was war da? Nee, es geht hier nur an die Skulpturen ran, ne? Okay, ja, gut. Wie habt ihr euch hier versorgt? So, lass uns mal mit ihnen sprechen. Hey, Goli! Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. auch cool. Aber davon mitnehmen tun wir nichts. Cool. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Echt? Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Okay, gut. Ja, schön. Haben wir hier denn sonst noch was zu erkundschaften? Nee, das sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir mal zurück. So, was machen wir denn jetzt? Okay, wir könnten die Skulptur... Was können wir denn mit einer Skulptur machen? Ja, Talent. Jetzt muss ich es nur noch zur Anwendung bringen. Okay, haben sich dann tatsächlich alle Zeitlöcher geschlossen? Das wird den Architekt nicht besonders... das findet er bestimmt nicht besonders toll, ne? So, sollen wir ihn mal befragen? Weiß ich nicht. Doch, machen wir mal. Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Okay, hier scheint noch, was auch immer da ist. Die lange bohren. Ja, ey, weißt du was? Hallo. Die Zeitportale haben sich geschlossen. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Aber es geht ja nur um unsere Zukunft. Richtig. Nix. Ich lass dich. Nein, ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Na. Gut, aber sag mal, wenn das hier funktioniert, noch funktioniert, na, ich nehme lieber die Skulptur, das andere weiß ich noch nicht, wofür das zu gebrauchen können. So. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk, aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Bestimmt. Oh, das funktioniert tatsächlich. Okay, ein Steinbrocken. Cool, wir haben einen Steinbrocken. Warum?
Oh, warte mal, wenn wir das Schnabeltier haben, den Wombat. Sekunde, dann würde ich das gerne nochmal. Ich weiß, das war letztes Mal ziemlich erfolglos, aber vielleicht funktioniert es ja jetzt. Katsching. Genau. So, jetzt dahin. Jetzt Na hierhin. los, zeigt euch! Und hier. Oi, 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 das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. So. Katsching. Gut. Hi. Er hat ein bisschen Ablenkung verdient. Hey, Moment mal! Ich kenne dieses Geräusch! Na, was denn? Da sind doch wieder Wombats an den Tonnen! Okay. Heißt das, ich kann jetzt. Ja, er ist abgelenkt. Heißt das, ich kann jetzt Komisch, hier. Ich kann hier rummachen. ich sehe gar Mach nichts. schnell. Nicht, dass da noch einer rauskommt. Gib mir ein Schussfeld. Okay, sonst noch was? Den nicht mehr. Okay, Komm reicht. schon, gib mir ein Schussfeld. Okay, Wo und jetzt seid so. ihr Mistviecher? Ist nochmal gut gegangen. Okay, Wo alles seid klar. ihr Ach, er ist Mistviecher? immer noch abgelenkt. Okay, na, dann ist Na gut. los, zeigt euch! Was denn? Zeigt euch. Ist doch Wo ganz seid klar, in ihr, welcher ihr Tonne die sind. Mistviecher? Kann man dann nochmal rangehen und das Ding Komisch, wieder mitnehmen? ich sehe gar nichts. Ich sehe auch Er hat sich die Abwechslung redlich verdient. nichts. Wo seid ihr Mistviecher? Nicht, dass der jetzt zu abgelenkt ist und hier einen Komisch, Angriff ich nicht mehr sehe sieht. gar nichts. Jo, was geht? Kommt Hey da, schon, gib mir einen Schuss, lenkt mich nicht ab. Ich muss aufmerksam bleiben. Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelog-Rudel zerfetzt werden? Naja. Hier ein Fuelog-Problem? Okay, Oder das kennen wir schon. denn hier auf? Oh. Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu? Immerhin Ja, sind ja. die Pot und kein Fuelog weit und breit. Nur weil du keine Fuelog siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Gut, wie du meinst. So, aber wir haben jetzt die Fühlergrippe. Ich habe sie aus meiner Rippe erschaffen. Na. Jetzt brauche ich die Rippe zurück. Natürlich, Na los, okay. Aber sag das heißt doch, euch. dass wir in dem Diner jetzt Wo die seid in ihr die Suppe machen Mistviecher? lassen können, ne? So, warte mal hier. Dann gehen wir ins Diner. So. Das müsste auch jetzt reichen, oder? Der junge Maverick. Eine Fuelog-Rippe! Woher hast du die? Och. Woher schon? Ich habe sie einem Fuelog aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Hm, Wenn es schon nicht zu viel gut. verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Echt? Ach, naja, was soll's. So, also, alter Maverick. Fuelog-Suppe. Na, endlich! Verdammt. Die war ja sogar ganz passabel. Höre ich da Enttäuschung? Ja, vom Leben. Meine ganze Jugend lang habe ich malocht, um mir eine Interchange 5 leisten zu können. Jetzt bin ich alt. Anderen das Leben schwer zu machen, ist die einzige Freude, die mir geblieben ist. Und jetzt kriege ich nicht mal das mehr hin. Sei nicht so hart zu dir. Du schaffst das. Sei so gut und bring mir noch einen Nachschlag. Vielleicht finde ich ja dann das Haar in der Suppe, das mich ermächtigt, jemanden feuern zu lassen. Das ist die richtige Einstellung. Meinst du? Okay, gib mir mal noch eine. Was sagt er zu der Suppe? Es scheint ihm geschmeckt zu haben. Er will noch eine. Wirklich? Oh Junge, vielleicht habe ich meine Zukunft doch noch nicht vermasselt. Ja, Hier, weiß ich zum Glück nicht. ist jetzt wieder reichlich da. Okay. Das Haar in der Suppe, geht das? Das geht tatsächlich. Ach du liebe Zeit. Okay. Aruba, da ist ein Haar in meiner Fuelog-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuekaka-Suppe bestellt haben. Oh mein Gott. Okay, Suppe mit Haar. Hier, jetzt kannst du jemand feuern lassen. Fuelog-Suppe. Na, endlich. Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal. Was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Geschäftsführer. Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar.
solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Okay, das wird also unsere Aufgabe, hier die Zukunft von allen zu ändern. Oh, da muss ich doch nochmal mit den beiden reden. Da weiß ich nicht mehr genau, wie das ging. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja, wieso? Du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar, ich helfe doch, wo ich kann. Okay, was hat er immer mit dem Butterstampfer? Weil zufällig haben wir ja einen. Moment, das müssen wir erstmal reparieren, ne? Geht das? Es liegt offenbar noch ein steiniger Weg vor mir. Offenbar? Das beweist, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. Okay, cool. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Okay, so, was wolltest du denn eigentlich noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe Stein, du mir geben Furchtpampe. Ja, das fasst den Modus wie Wendy unserer geschäftlichen Vorabsprache trefflich zusammen. Ich dir geben Stein, okay. Ich dir geben Stein. Ich bringen Stein. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens zwei Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpampe. Recht so, quid pro quo. Okay. Abführmittel. Abführmittel! Das konnte der Typ da gebrauchen. Hier, so. Damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige. Ja, sehr schön. Es freut mich, dass es dir besser geht. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Mhm. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Und weg ist er. Aber er hat das Geld dagelassen. Cool. Benutzte. Damit bekommt der Begriff Schmiergeld plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Oh, was mache ich denn hier? Ich mache meine Kübel kaputt. Hilfe! Warte, mir ist hier die Maus runtergefallen. Moment. Oh, das ist ja unglaublich. Okay, toll. Schön, dass das nicht mitten in einer Aufnahme passiert ist. Okay, so, jetzt haben wir es wieder. Aber warte mal, mit Geld kann ich doch hier das Zeug kaufen, ne? Hier, Toast mit irgendwas. Einmal Toast und Milch bitte. Na, siehst du. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Was? Okay, jetzt haben wir Milch und Toast. Okay. Was wolltest du nochmal? Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Ach so, alles, ja. Was ich dafür brauche, ach, die Portalkarte, richtig. Auf der die genauen Zeitkoordinaten eingetragen sind. Aber ich kann nichts verändern. Leider nein. Könnte ich denn etwas mitnehmen? Nur, wenn es den Lauf der Dinge nicht verändert. Hm. Okay. Das schwebt mir also vor. Das Butterfass, keine Ahnung. Okay, halt, warte mal, Moment. Hier, wir brauchen euch ja noch, ne? Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife! Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Höchstens etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Ja. Für die Liebe. Das war, glaube ich, ganz gut. Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Irgendwas fehlt uns noch. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für uns. Komm gerne wieder, wenn... Ja, okay. Aber sind wir mit dir eigentlich durch? Hallo Rita, na? Was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag. Ah, sie braucht einen Kerl, ne? Für den nächsten frei.
Die Portale sind zu. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Ich passe. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Okay, ich glaube, ich habe da jemanden, der zu dir passt. Warte mal. So. Welchen Wagen können wir jetzt damit öffnen? Oh, den da. Okay, Zeitmaschine. Können wir da schon irgendwas machen? Naja. Okay, aber mehr können wir noch nicht, ne? Was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Ja. Aber da fehlt doch ein... Oh, oh. Verdammt. Verdammter Butterstampfer. Ja, Motorhaube. Da fehlt ein Zylinder, ne? Guck mal hier, da sind nur zwei dran. Mit einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Allerdings fehlt dazu, Achtung, Wortspiel-Hattrick, ein Zylinder. Also jetzt mal im Ernst, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Okay, hier fehlt wirklich ein Zylinder. Okay, wir können dem Bauarbeiter... Können wir ein Erdnussbutter-Sandwich geben? Das wollte er ja haben. Aber hier, Brocco, hör mal. Hör mal. Ja, jetzt gleich. Hey, Rocco. Na? Howdy, Rufus. So, kannst du die Portale reparieren? Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen? Ich muss zum Timeport. Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienabstück. Ach so, stimmt, das war das. Verschiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Was ist da? Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Alles gut bei dir? Ja. Wieso? Ach, nicht. Was war noch gleich deine Frage? Du kannst mir nicht weiter... Doch, warte mal, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Er ist doch Ingenieur, ne? Kann er da was machen? Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Okay. Ach, heil. Was ist es denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Was? Da die Zeitreisenden hier alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Hier. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Okay, warte mal, ist das ein... Oh, und es ist sogar ein passender Zylinderkopf, ne? Guck mal hier. Ja, herrlich. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Was? Das ist deine Rausfahrkarte hier. Okay. Ich muss an die... Warte mal, was hatten wir denn hier nochmal? Wilbury? Ach so, er. Ja. Was machen wir denn mit ihm? Keine Ahnung. Hallo? Hör mal. Kleine,
Ist ja schon gut. Da geht gar nichts, ne? Haben wir denn hier noch mehr zu entdecken? Nee, haben wir nicht. Okay, aber da ist noch ein Loch. Guck mal, da ist noch eins. Das ist unser Ausweg. Okay. Was machen wir? Gehört meinem Dings da. Hallo? Gehört meinem Vater. Dann hast du es doch geerbt. Dein Opa lässt mich nicht ans Timepod. Sieht ihm ähnlich. Ich durfte auch nie seinen Wagen ausleihen. Hm. Hast du eine Idee, womit man ihn ablenken könnte? Mit einem guten Buch vielleicht? Ein Buch? Wir wollen in seine Werkstatt einbrechen und nicht seinen Geburtstag nachfeiern. Womit die Krawattenidee wohl auch ausscheidet. Hm. Ein gutes Buch. Ich habe kein gutes Buch. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Was denn? Guck mal, der ist doch ein Buch. Das zugeschlagene Buch. Das ist noch nicht ganz fertig. Kannst du das fertigstellen? Mir scheint, wir benötigen das. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Hm. Aber mehr gibt's nicht? Uli! Und? Können wir dann los? Jetzt nicht, Rufus. Ich erfahre hier gerade die unglaublichsten Dinge. Es ist wahr. Einfach alles. Die dunkle Seite. Den Yeti. All das gibt es. Okay, das bringt uns nicht weiter. Na, aber wie kommen wir denn an dieses Buch heran? Haben wir irgendein... Wir haben nichts damit. Wir könnten mit dem Zylinder klopfen. Dings darauf rumklopfen. Das hier ist auch Kunst. Was nuschelst du denn da schon wieder? Rufuelo van Rufbrand blieb zu Lebzeiten unverstanden. Ja, so ist es wohl. Okay, Hammer können wir nicht mitnehmen. Schade, schade, schade. Wir müssen wohl irgendwo Werkzeug besorgen. Ne? Ach, deswegen müssen wir in die... Nee, warte mal. Das geht nicht. Wir brauchen das Buch, um in die Werkstatt zu kommen. Aber wir müssen in die Werkstatt, um die Werkzeuge zu bekommen, mit denen wir das Buch wiederherstellen. Das wird nichts. Aber vielleicht kriegen wir ja was von unten, von den Bauarbeitern. Vielleicht haben die ja irgendwas dabei. Hm, zum Stadtkern. So, die Bauarbeiter. Hier liegt scheinbar kein Werkzeug herum, ne? Ha. Hör mal, du Architekt. Hallo. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Natürlich. Da ist doch irgendwelche Fortschritte, da ist noch gar nichts, ne? Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Okay, da gibt's gar nichts. Ich lass dich mal wieder. Ja. Na, endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Hm. Na, kannst du mir ein paar Werkzeuge ausleihen? Hast du schon ein Erdnussbutter-Sandwich auftreiben können? Ich arbeite dran. Das nennst du Arbeit. Glaub mal einer dieser Faulenzer aus dem Dienstleistungssektor. Okay, toll. Das wird gar nichts. Mann, das Brot habe ich schon. Aber mir fehlt noch die Erdnuss. Ey. Ihr müsst mit. Na, schau mal. Ja. Okay. Seit wann brauche ich ein mehr? Aus Prinzip sollte ich mal was anderes ausprobieren? Nein, ich glaube. Für die Liebe. Für die Liebe. Da geht gar nichts. Okay. Mal gucken, ich probiere mal eine andere Geschichte. Seit wann brauche ich einen Grund? Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Allerdings. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören. Ist ja schon gut. Hm. Aus Prinzip? Nee, als Reiseproviant? Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch. Erst Mikey und jetzt das. Du Gierschlund! Ich meinte ja auch... Oh, okay. Es ist für die Liebe. Ne? Es ist definitiv für die Liebe. Aus Prinzip? Aus Prinzip, sagt er. Das ist erbärmlich. Pfui. Falsche Antwort, Chabo. Na, dann vielleicht. Okay, es ist für die Liebe. Okay. Aber wen sollen wir denn hier kuppeln?
Wir sollen auch sie verkuppeln, ne, Rita, ey. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach... Ja. Ich glaube, ich passe. Ich das passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Kannst du mir einen Toast machen? Möchtest du dein Geld zurück? Nein. Verdammt. Okay. Kannst du... Wir probieren beides mal. Oh. Hä? Okay. Hier, guck mal, ich hab was. Verschwende nicht, bestell was. Okay, aber welchen möchte sie denn? Ich hätte jetzt gedacht, sie mit ihm zu verkuppeln. Ich glaube, die beiden passen ganz gut zusammen. Rocco! Rocco! Und? Hey, Rocco! Howdy, Rufus! Wo sind meine Freunde? Ich brauche wirklich sehr... Nee, kommen wir gar wo nicht weiter, ne? Auf der Farm, da halte dich einfach bei... Ja, okay. Ich muss wirklich dringend zum Teil... Wirklich? Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Und Familie geht vor. Warte, irgendwas ist... Ah. So okay, fantastisch. So. Ja, ich Yay! Weiß. Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle. Was? Und? Hast du schon eine Idee? Nö, gar nicht. Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Tja. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Oh, okay, weg ist er. Immer wieder nett von ihm zu hören. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Ja, ich weiß. Okay. Was können wir ihm denn... Ach, tut mir leid, Kumpel. Was können wir ihm denn antun? Wie verkuppel ich die beiden denn jetzt? Ich habe auch nichts dabei. Vielleicht sollte ich dir mal ein Glas Milch geben. Guck mal hier, lecker. Hast du Durst? Nein, danke. Ich bin auf Diät. Wenn du jetzt ein Kompliment hören willst, bellst du aber den falschen Baum an. Okay, das wird nix. Was ist mit dir? Möchtest du schon mal ein Glas Milch? Wahrscheinlich nicht, ne? Kuckuck. Muss es wirklich ein Erdnussbutter-Sandwich sein? Ja, muss es. Mein Ernährungsberater hat sich da sehr deutlich ausgedrückt. Klar. Okay, also die Milch wird nichts. Hier liegt doch ein bisschen was am Zeug rum. Vielleicht können wir da nichts mit... Warte mal, so ein bisschen Hilfe. Nein, wird nichts. Okay, kann ich aus der Milch Joghurt machen? Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Okay, das wird nix. Okay. Hier, was sagst du denn zu dem Zylinderkopf? Ist der in Ordnung? Ich will damit nicht so rum. Wenn diese Firlefanz in dem Bohrer gerät, hast du die längste Zeit mal Firlefanz gehabt? Dann... Bevor ich zum Bohrer greife, abwarten. Okay, gut. Jo, Artichekt. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Oh, Milch zum Glas Milch. Verschwende nicht meine... Nein, es wird alles nichts. Okay. Verdammt, wie komme ich denn jetzt an die beiden heran? So ein Mist. Das heißt, es du wolltest den Stein, du wolltest den dieses Dings da. Kommen wir eigentlich inzwischen... Oh. Wir kommen noch nicht ins Rathaus hinein, ne? Hier komme ich auch nirgends voran. Da geht es... Ah ja, er ist beschäftigt. Haben wir denn noch was anderes? Nö, haben wir nicht. Hier sind wir durch, ne? Ja, okay. Haben wir hier noch was? Da geht's... Ja, Okay, warte mal. Da ist noch mehr. Zeitmaschine. Verdammter Butterstampfer. Ja... Okay, du kannst es wieder schließen, das ist cool, aber ich würde gerne erstmal das Ding einsetzen. Warum will er das dann nicht machen? Er würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Okay, schließen wir es erst nochmal. Tja, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich habe sie alle abgerast, ne? Also, ich denke, das Ziel wird sie hier... Nee, eigentlich müssen wir an die Erdnüsse ran.
Eigentlich müssen wir an das Buch ran. So viele offene Fragen, Reed. Hallo, Reed, was gibt's? Oh, warte mal. Jetzt kann ich nach Rocco fragen. Okay. Ach, ich musste erst alle Antwortoptionen bei Rocco abwickeln. Und jetzt das hier. Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt. Ja. Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Oh, meine Güte. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Oh, gosh. Du armes, ey. Hier, aber vielleicht... Warte mal, war das jetzt die Initialzündung? Das wäre jetzt doch da irgendwie... Hey, Rocco. Jo. Howdy, Rufus. Was geht? Ich glaube, ich kenne... Ja, das geht voran. Es geht voran, Leute. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Mhm. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Okay, das heißt aber, dass wir jetzt noch mehr Dinge zu... Oh. Okay. Hm. Rita, stell dir vor, was mit Rocco passiert. Nein, für die Liebe! Was gibt's Neues? Warte, für die Liebe! Ja. Ich glaube, Rocco hat einen Auftrag. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich erst, wenn er mir einen Antrag macht. Das letzte Auge, das auf mich geworfen wurde, kam aus einer Fulok-Suppe. Ein Fettauge? Nein, kein Fettauge. Okay, gut, alles klar. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich... Ja, du armes Ding. Aber jetzt hier. Na, schaut mal. Ja, für die Liebe. Für die Liebe. Ja, soweit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will... Ja, es funktioniert. Ja. Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja, für Rita und Rocco. Na los, worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Oh, super. Es ist nur die Frage, wie wir Erdnussbutter aus den Dreien machen. Ich habe ja das Butter fast schon abgegeben. Verdammt. Gut, das werden wir rausfinden. Das finden wir aber erst beim nächsten Mal heraus. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss.